Hallo und herzlich willkommen zurück oder endlich mal wieder zurück zu Let's Play Digimon World DS. Ja, heute mit Gast. Gast, stell dich vor. Hallo Leute, die einigen kennen mich wahrscheinlich unter Alien 361. Aber ansonsten nennt mich einfach nur Dragon. Ja, genau, Draggy. Ja, das letzte Mal ist ein bisschen her, denn das war noch auf dem alten PC und der hat seinen Geist aufgegeben. Egal, ich hatte damals Dorimon trainiert bis Dorugamon, kurz bevor er wieder digitiert war. Hab gedacht, ey, ja, das machst du dann morgen mit den Leuten und dann fuhr der PC nicht mehr hoch. Ja, ich hab mir gedacht, nee, den trainierst nicht nochmal. Stattdessen ist jetzt Teriamon mit dem Team. Ich mag Teriamon eigentlich nicht. Aber der hat hier ein super Mega-Level, also, Ja, wir sind stehen geblieben beim Training Peak. Leute, die bei meinem ersten bzw. 0. Livestream dabei waren, haben gesehen, wie ich nochmal bis zu diesem Zeitpunkt gespielt habe. Und ich glaube, das war sage und schreibe zwei Personen. Na komm, gegen die. Dokumon! Ich brauche kein Dokumon. Oh, ist es süß. Mach's fertig. Nee, ich muss mich für Black Agumon vorbereiten. Der Like hat ja. Agumon? Ja, der Black Agumon, der weiß, wie ich in das Forbidden Land komme. Ich muss so einen Phil suchen. Und der weiß Agumon eben, wie man da hinkommt. Agumon ist so ein Feind von uns. Hast du nicht die Folge gesehen, wo Agumon das erstmal vorkam? Ach komm, wir machen ihn Nein, kaputt. leider noch nicht. Ja, der hat meine Pokémon Weakmon genannt. Und dann muss ich da hingehen und sagen, ey, du bist böse. Dann muss ich ihm eine reinklatschen und dann war wieder alles gut. So eine Art. Und dann Total habe ich eine Beförderung bekommen. be Ein Mensch, Pokémon, greift an. Verquerte Oh, Logik. Critical Einplanungspunkt. Was erwartest du? Das ist in Ausbildung. Hallo, nee, ich will nicht spoilern. Ich habe das Spiel schon ein bisschen weiter gespielt und was da kommt, das ist hart. Ich weiß, dass ich Da davon. war's. Ich will nicht spoilern, was später noch kommt. Also, ich habe das ein Stückchen weiter noch gespielt und da kommt ein Kampf. Da muss ich vorher erstmal bestimmt wieder 10 Stunden trainieren. Okay. Die müssen alle mindestens aufs Schäppchen, also, mindestens. Am besten kurz vors Ultra. Oh, ein Hey, da Gardomon. ist Patamon. Und ein Gardomon. Guadomon. Guadomon, guck mal. Eigentlich könnte ich mir den holen, aber ich will seine Vorentwicklung. Weil je länger ich die hab, desto stärker denke ich mal werden die auch. Ich denke mal, das ist wie im Pokémon wohl auch so, dass wenn man die von klein auf groß trainiert, dass sie stärker sind. Außerdem muss man den so oft sehen. Na komm. Sterb endlich. Okay, was geht bei mir daheim ab? Da höre ich gerade meinen Vater irgendwie rumheulen. Oh je. Keine Ahnung, was der schon wieder hat. Oh je, oh ne. Absolute Katastrophe bei mir daheim. Oh je. Gerade eben waren bei uns im Flur auch irgendwie so. Also, ich kenne die Leute nur alle da draußen nicht. Gleich macht er mich noch platt und dann stehe ich vor Black Agumon, der macht mich platt oder so. Vielleicht angewohnt, wie das wohl aussehen müsste. Oh je, gibt's sowas überhaupt? Dann ist er ja wohl Finsternis-Typ, oder? Ja, mir tut's aber irgendwie. Mir würde das irgendwie leid tun, wenn das ein Black Angemon gibt. Wobei Ne. Patamon gibt's im Black, nur halt heißt Das das ist irgendwie Zukumon, anders. ja. Zukaimon, Zukum. glaube ich, hieß der. Ich hatte Ja, zu den mal was in wird denn das? ich habe ihn im RPG mal gespielt gehabt als Partner. Zu was wird der eigentlich? Zu einiges. Bei uns ist er zu Erdramon geworden. Ich glaube, Erdramon gibt es ja auch in der Gegend, wo ich gerade bin. Ach Quatsch, setze ich gleich jetzt ein. Wo ist die Zurücktaste? Da ist die Zurücktaste. Ja, musste ich erst wieder in die Steuerung empfinden. Hey, ich habe in jedem Spiel eine andere Steuerung. In Pokémon, in Digimon Card, da drin, in Tactics. Oh, ein Aquilamon.
Aquilamon. Ah! Das ist irgendwie eins der cooleren Vogel Digimon, die es gibt. Birdramon ist scheiße, Aquilamon ist cool. So gesehen, ja. Na komm. Gumamon ist eigentlich voll der Defensiv-Char. Mit dem kann man Verteidigung erhöhen. Voll bescheuert. Wie denn? Verschiedene Fische! Verschiedene Fische, verteidigt uns! So! Aquilamon. Das darf zweimal angreifen, so wie es aussieht. Der hat eine hohe Init. Mm. Aber er kam nicht dazu. Meine Rookies sind stärker als dein Aquilamon! Also in... Adventure brauchten die 6, 7, ne? Um ein Champion-Level-Digimon zu besiegen, ne? Capoteramon. Genau. Bin ich hier richtig? Ah ne, hier gab's nur den Schlüssel. Nun ja, das liegt daran, dass die waren gerade aus dem Ausbildungslevel raus. Deshalb sind sie wahrscheinlich schwach gewesen. Und ihr Scheißfliegen, verpisst euch! Die Fliege will auch einen Gastauftritt. Unter anderem. Nein, die Fliege, die uns vorher genervt hat, die habe ich schon erschlagen. Das sind jetzt andere. Oh, noch mehr. Also, Kamikaze fliegen. Zwei Patas und ein Gotsu. Patapata. Mein Patamon sieht also so bescheuert aus. Ja, ja, in diesem Spiel ist sogar Basis auf unserem... Oh, Fail. Egal. Die Basis auf dem Spiel ist ja auf Datascore, ne? Ja. Ich hatte extra eine ganze Folge lang Quest mit der DATS gemacht. Oh Gott, dann kämpfe ich eben. Sterb. Patamon, du siehst da genauso scheiße aus wie in Digimon Card gestern. Aber sowas von. Wir haben sogar schon darüber diskutiert, wie die überhaupt steuern können. Ikakumon mit seinen magischen Barthaaren. Ja, da stelle ich mir das einzige Sinnvoll vor. Aber wie hat dann Birdramon das Auto gesteuert? Mit den Flügeln? Ich glaube, der macht das wie in der Animation davon, Demi Devimon steuert. Der hängt mit den Füßen am Lenkrad und dreht das dann die ganze Zeit nur hin und her. Es gibt einen Animationsfilm zu Digimon Card. Was? Ja, den haben wir uns gestern noch angeguckt. Total bescheuert. Ich glaube, ich habe den favorisiert. Bin ich mir aber gerade nicht hundertprozentig sicher. Oh mein Gott. Ja, genau. Was anderes kann man dazu auch gar nicht mehr sagen. Meine Frage, wo kriegt man eigentlich dieses... Was spielst du da? Was ist genau, ist denn das für ein Spiel? Digimon, Picuna, soweit ich weiß. Oder spielt die Dawn, ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall der zweite Teil davon. Ich glaube, die spielt Dusk wegen Wemon. Ich meine, die spielt Dawn wegen Galantmon. Nein, sie will Wemon. Echt? Hat sie Wemon gesagt? Ich meine, sie hatte Galantmon gesagt. Ich habe doch den ersten... Egal, ich guck's mir nochmal an. Wemon, es war eindeutig Wemon, sie hat's mir selbst erzählt. Ja, echt, spielt die Dawn? Die spielt Dusk? Aber Cillian will doch auch Dusk spielen. Zumindest hat er es, glaube ich, mal gesagt. Oder ich vertue mich jetzt absolut und mache mich hier gerade zum Affen. Ey, Mini. Ey, warum alle auf Goma? Goma? Gomamon ist ja auch, hatten wir schon mal festgestellt, eins der wenigen Digimon, was ganz oft einen Auftritt hatte, ne? Erste Staffel, stimmt. Zweite Staffel, vierte Staffel und fünfte Staffel. Das stimmt. Zwar in den anderen Staffeln immer nur als Nebencharakter, aber... Ja. Unten gab es eine ganze Folge für sie. Stimmt. Rettung der Gomamon oder sowas. Agumon ist, glaube ich, auch ziemlich oft vorgekommen. Erst zweite, fünfte. Kam doch nochmal. Okay, die ganzen Toy-Agumon und so, die sind auch irgendwo zwischendurch immer... Deriamon! Nein! Bei mir beim vierten, glaube ich, ist es auch kurz vorgekommen, wo die Bevorrenter... Wie spricht man das aus nochmal? Wen? Die vierte Staffel. Frontiers oder wie? Frontiers, genau. Genau. Und halt da beim Markt von Akiba, wo sie halt gefragt haben, da ist auch, glaube ich, Agumon mal vorgekommen. Agumon, Gabumon, da ist sogar Wizardmon mit Gabumon zusammen vorgekommen. Oh, wie süß. Ja, auch. Niedlich.
Jetzt muss es mit zwei Aquilamonster aufnehmen. Noch einer schon tot. Ich musste schon ein Wiederauferweckungsmittel benutzen, weil Jonas gestorben ist. Jonas? Ja, das Terriermann heißt Jonas. Wo kriegt man das Spiel eigentlich her? Muss man sich das bestellen? Internet! Google, dein bester Freund! Oh Mann, oh, ich will aber nichts bestellen! Ich habe ja auch nichts bestellt, das gibt's glaube ich nur in Amerika oder so. Es ist ja nie auf Deutsch rausgekommen. Hä? Blöd. Das ist ein Emulator, auf dem ich das spiele. Ne? Also DS kann man so nicht aufnehmen sonst. Und schon wieder zwei! Was erwarten die von mir? Dass ich Level 100 bin? Vielleicht. Mann, Mann, Mann. Leute, Leute. Kann ich fliehen? Yay! Sie sind erfolgreich geflohen. Ja, Frage, gibt's da nicht auch irgendwo so ein Schutzmittel? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es eine Gegend gibt, die absolut spackt. Was sag mal, was hat's mit den D da oben auf sich, was sich dann dauernd auffüllt? Das ist der Tag in meiner Digifarm, wo nichts drin ist. Ich benutze dich lieber. Ich erklär's dir gleich, ja? Hui. Es gibt nämlich eine Digifarm, darin holt man sich seine Digimon, kann sie reinstecken und die werden davon alleine stärker. Und in der Regel kann ich da oben beobachten, was sie den ganzen Tag machen. Die finden manchmal auch Items und so. Da kann ich auch meine Quests abholen. Und am Ende eines Tages, wenn das D voll ist, ruft mich Kalumon an und sagt: Ey, möchtest du wissen, was heute passiert ist? Und in der Regel sage ich dann: Nein, es ist eh nichts passiert. Und jetzt noch ein wildes Patamon greift an. Und da war die Fliege wieder. Lauter Kamikaze-Fliegen sind hier unterwegs. Ja. Dann die Kamikaze-Fliege ist hier, die Gesandte des Herrn. Oh mein Gott. Ach du Schande. Nein, nein, ich will mir die MP sparen. Facepalm. Der stärkste Angreifer ist ja Gabumon, aber der ist so lahmarschig. Oh toll, kein Tod. Hat sich das gerade aufgehängt? Warum? Ist es bei dir jetzt am Stocken oder wie? Oh. Mist. Ups, Entschuldigung. Was war denn das gerade? Oh. Oh. So. Okay, ist er. Das tut mir jetzt leid, das kann ich jetzt nochmal rausschneiden. Weil er hier gerade was passiert ist. Siehst du wieder was? Ja, ich sehe wieder was. Wobei. Ja. Ja, jetzt geht's wieder. Okay. Doch. Nein, bitte. Nennt man Fail. Das aber ist sowas von. Hm? Aber ist sowas von. Naja. Verpasst hast du zum Glück nichts. Was ist das, so ein Aquilamon und ein Putimon flach? Puti. Ich nenn's flach gelegt aus. Das sind doch keine Regoluxe. Denn ich bin Gabriel. Ich bin Gabriel Aschwan und ich sage Regelux. wo ist Black Agumon? Gute Frage. Hey, bist du nicht der? Was? Der eine? Ich bin eigentlich die eine. Egal. Die eine von dem Tag. Die Ende von dem Tag. Bist du sehr schon deutsch. Wieder mit mir aufnehmen? Was? Du bist? Ja, richtig. Ich habe trainiert, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Warum spreche ich ihn mit dem, mit der Stimme vom Tod? Keine Ahnung. Hey, Black Dark Tyrannomon ist eine Entwicklung jetzt. Ist nämlich aber irgendwie bin digitiert in das, was jetzt vor dir steht. Und ich hasse diese Stimme. Aber sowas von. Ich. Was? I dare you to test me? Keine Ahnung. Teste mich! Ich werde nicht verlieren. Ich bin aber deswegen nicht hier heute. Ich möchte nur wissen, wie ich in das verbotene Land komme. Weißt du was?
Du willst ins verbotene Land? Bitte! Ich weiß, wie du hinkommst! Wirklich? Willst du mir das sagen? Warum sollte ich dir das sagen? Aus Nettigkeit? Du redest hier von einem Dark Digimon. Nettigkeit ist doch nicht unbedingt ihr Klischee. Na, stimmt. Okay, wenn du es unbedingt wissen willst, dann musst du mich in einem Kampf besiegen. Ole! Okay, kleinen Blick. Stopp. Bald, stopp. Pause. Eben ein Safe State ist ein, und zwar einen anderen. Ich mache eben hier.